Heute ist hier ein Fahrzeug, ein Lohnspritzer für den Forst, der Insektizid in den Wald einbringen sollte, vom Weg abgekommen und auf die Seite gekippt. Und hat dabei wurde ein Teil der Ladung freigesetzt, ein Konzentrat eines Insektizids. Was wird mit dem Insektizid gemacht? Da werden die Bäume besprüht, das ist ein Insektizid gegen Borken, Käfer und andere Käfer. Okay. Entgegen der ersten Meldungen sind da nur 3 bis 4 Liter von diesem Konzentrat ausgetreten. Angesagt waren ursprünglich aufgrund des Tankvolumens, das der LKW mit sich bringt, 500 Liter. Davon sind aber eben nur 3 bis 4 Liter ausgelaufen. Wie sind jetzt die weiteren Maßnahmen? Die Schwierigkeit war, das Fahrzeug zu bergen. Das hat jetzt sehr lange gedauert, hier ein professionelles Bergeunternehmen zu finden, das bereit und in der Lage ist, das Fahrzeug hier zu befreien und wieder auf die Räder zu stellen. Das ist jetzt gelungen. Das ist jetzt ein Unternehmen in Vorbereitung, wird dann das Fahrzeug hier anschließend bergen. Danach wird dann das kontaminierte Erdreich aufgenommen. Das dürften so ein paar wenige 100 Kilo sein, die hier aus der Wiese ausgegraben werden und dann der Entsorgung zugeführt werden. Ja, wir sehen, das Fahrzeug wurde mittlerweile beseitigt. Das wurde von 2 ortsansässigen Unternehmen mit 3 Seilwinden auf die Räder gestellt. Es wurde jetzt abgeschleppt. Im nachfolgenden Schritt ist dann dieses kontaminierte Erdreich auszubaggern und dann der Entsorgung zuzuführen. Und dann ist der Einsatz auch beendet. So weiter, Jochen, jawohl. Gradlinge. So, ja.